Was weiß eine Nonne über den weiblichen Orgasmus? Klingt wie der Anfang eines richtig schlechten Witzes. Aber im Fall der Heldin unserer heutigen Geschichte muss die Antwort lauten: mehr als alle Gelehrten ihrer Zeit zusammen. Denn die ahnen nicht einmal, dass es so etwas überhaupt gibt. Eine Nonne schreibt es auf. Als erste. Ein Frauenkloster im 12. Jahrhundert scheint der unwahrscheinlichste Ort für eine kleine sexuelle Revolution zu sein, denn schon allein die Anerkennung und Beschreibung weiblicher Lust stellt das damals gültige Bild von der Frau als passiv empfangende, eigentlich erduldende, auf den Kopf oder zumindest in Frage. Um dem nächsten offensichtlichen Witz zuvorzukommen, nein. Das heißt nicht, dass es hinter Klostermauern zuging wie im Swingerclub. Wir wissen es natürlich nicht sicher. Aber unsere Protagonistin hat vermutlich nur theoretisches Wissen zu Papier oder Pergament gebracht. Jahrhundertelang galt die weibliche Lust als krankhaft und gefährlich und wurde mit Hexerei oder später mit Hysterie assoziiert. Bis heute gibt es Menschen, die mit der Vorstellung ihre Probleme haben. Aber um die soll es in dieser Folge nicht gehen. Wir sprechen in dieser Folge über Hildegard von Bingen, die vor fast 900 Jahren hinter dicken Klostermauern einen neuen Blick auf Sex, das Verhältnis von Mann und Frau, aber auch den menschlichen Körper an sich, auf Krankheit und Heilung wagte. Und zwar nicht, obwohl sie Nonne war, sondern deshalb. Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, mit euch auf Zeitreise zu gehen. Natürlich wie immer mit fachkundiger Begleitung durch Expertinnen und Experten. Wir halten uns an die Fakten, wo sie bekannt sind, und helfen gelegentlich ein bisschen mit unserer Fantasie nach, um aus der Geschichte kleine Geschichten zu machen. Und wir erzählen von dem steinigen, verschlungenen Weg, der zur modernen Medizin führte. Von kleinen Schritten und mutigen Entscheidungen, die der Entwicklung einen kleinen Schubs in die richtige Richtung gaben und später kommende inspirierten. Dafür gehen wir in Krankenhäuser und Labore, an Universitäten, in die Pathologie oder die bunten Zelte mittelalterlicher Jahrmarktschirurgen. Und diesmal eben ins Kloster. Schon seltsam. Hildegard lauscht auf das Geläut der kleinen Totenglocke, das Schwester Gertrud im winzigen Glockenturm der Klause mit kräftigen Zügen am Seil ertönen lässt. Die Welt sollte still sein vor Schmerz und Andacht, stattdessen überall Unrast und Lärm. Heute Morgen ist Hildegards Mutter in Christo und Lehrerin Jutta von Sponheim nach langem Kampf gestorben. Jetzt, da ihre Seele sich zum Herrn aufmacht, herrscht reges Treiben in den engen Gängen und Kammern der winzigen Frauenklause auf dem Disibodenberg. Und diese fürchterliche Glocke. Und Schwester Agnes nebenan klappert viel zu laut mit den Schüsseln voll parfümiertem Wasser, mit dem der tote Körper der Lehrmeisterin vor seinem letzten Weg gereinigt werden soll. Still, seid doch still. Seht ihr nicht, dass Jutta schlummert? Stört sie nicht in ihrem verdienten, ruhigen Schlaf, dem ersten, der ihr seit langem vergönnt ist. Am verwirrten Blick ihrer beiden Mitschwestern fällt Hildegard auf, dass sie diese Worte laut gesagt hat. Sei's drum. Schnell greift sie nach dem Schwamm, den ihr Schwester Agnes reicht, um das von Fieber eingefallene Gesicht der Toten zu waschen. So viele Jahre hat Hildegard Jutta treu gedient und von ihr gelernt. Zusammen hatten sie die Gelübde abgelegt, waren Nonnen geworden. Und als Jutta beschloss, noch weiterzugehen und der sündigen Welt dort draußen endgültig den Rücken zu kehren, hatte Hildegard sie begleitet. So waren sie zu Inklusen geworden, zu Eingeschlossenen, buchstäblich eingemauert in ihrer kleinen Klause. Hildegard war das Einschließen vorgekommen, als würde sie lebendig begraben werden. Ein feierlicher Fackelzug hatte sie begleitet, die ernste Menge hatte Lieder gesungen, die sonst nur bei Totenfeiern erklangen. Als die Steine gesetzt wurden, die den Ausgang versperren sollten, warf Hildegard einen letzten Blick nach draußen. Ob sie diese Welt jemals wieder betreten würde? –
Die kleine Klause, direkt an das Kloster der Benediktinermönche angebaut, ist seit mehr als 2 Jahrzehnten Hildegards Zuhause. Die kargen Räume und der winzige Garten sind ihre ganze Welt. Durch ein vergittertes Fenster können sie und ihre Mitschwestern ins Innere der Klosterkirche schauen, dem Gottesdienst lauschen, die Kommunion empfangen und die Beichte ablegen. Ein zweites dient der Versorgung mit allem Lebensnotwendigen und ist meist mit einem schweren Fensterladen verschlossen. Und doch findet die Welt ihren Weg zu ihnen. Oft drängen sich die Leute vor dem kleinen Fenster, um Jutta um Rat und Segen zu bitten. Hildegard wendet sich ihrer Aufgabe zu. Die Tote muss entkleidet und in weiße, duftende Laken gehüllt werden. Als sie den Stoff des Gewandes zur Seite schiebt, erschrickt sie und weicht einen Schritt zurück. Sie wusste, dass Jutta einen Bußgürtel trägt, ein Band aus vielen eisernen Kettengliedern mit spitzen Dornen, das sie sich, die Dornen nach innen, um den Oberschenkel gebunden hat. Jetzt sieht Hildegard das erste Mal die Folgen. Die dornigen Widerhaken des Gürtels haben 3 hässliche, eiternde Furchen in Juttas Körper hinterlassen. Das Fleisch ringsum ist schwarz verfärbt und stinkt nach Verwesung. »Ach, Jutta«, ruft Hildegard der toten Freundin in Gedanken zu, »warum musstest du dich so quälen?« Hildegard schließt kurz die Augen, dann zwingt sie sich, genau hinzusehen. Waren vielleicht die brandigen Wunden der Grund für Juttas Fieber? Hat sie in dem Versuch, Gott durch Schmerzen ihre Demut zu beweisen, ihren eigenen Tod verursacht? Nein, das konnte nicht der Wille des Herrn sein. Wenn Gott die Menschen wirklich in Liebe geschaffen hat, will er nicht, dass seine Geschöpfe sich oder anderen solche Qualen zufügen. Als die Stachelkette abgenommen ist und der Leichnam gewaschen und für die letzte Reise aufgebahrt in der kleinen Kirche liegt, kniet sich Hildegard ein letztes Mal neben ihre alte Lehrerin. Während sie die Totengebete rezitiert, merkt sie, wie ihre Trauer langsam etwas anderem weicht. Entschlossenheit. Ja, sie wird die Lehren ihrer Meisterin ehren, doch sie wird auch ihren eigenen Pfad gehen. Ein Pfad, der Liebe und Mitgefühl über strenge Askese stellt. Menschlichkeit über Regeln und Autoritäten. Juttas Geist wird sie weiterhin leiten, aber ihre Schritte sollen künftig vor allem von ihrer eigenen Überzeugung und ihrem tiefen Glauben an die Güte und Weisheit Gottes gelenkt werden. Als die Mönche die vermauerte Tür zur Klause aufbrechen, um Juttas Leib zum letzten Gang abzuholen, erhebt sich Hildegard. Durch die ständig größer werdenden Lücken im Mauerwerk erhellen die Strahlen der Sonne ihr Gesicht. Diese Türe, so schwört sie sich, würde nie wieder vermauert werden. Es war nicht Hildegards Entscheidung, ins Kloster zu gehen. 1098 wird sie als 10. Kind der Adelsfamilie von Bermersheim im heutigen Rheinhessen geboren, vermutlich in Bermersheim vor der Höhe, wo man noch heute ihre Taufkirche besichtigen kann. Tatsächlich war sie zu Lebzeiten als Hildegard von Bermersheim bekannt, das von Bingen verbreitete sich erst später. Höchstwahrscheinlich wurde sie meist nur Hildegard und später Schwester Hildegard oder Magistra, Meisterin Hildegard genannt, und wir handhaben es hier genauso oder verwenden den heute gebräuchlichen Namen. Mit 8 Jahren wird Hildegard zur Oblatin. Kleine Abschweifung, bei Oblate denken Nicht-Katholiken vielleicht zuerst an runde, flache und ziemlich geschmacksneutrale Kekse. Das Wort stammt aber vom lateinischen Oblata, Opfergabe. Im religiösen Kontext werden solche Oblaten aus Mehl, Wasser und Stärke oft als Hostie verwendet, vom lateinischen Hostia, was ebenfalls Opfer oder Opfergabe bedeutet. Ein Oblate oder eine Oblatin bezeichnet im Früh- und Hochmittelalter aber auch ein Kind, das von seinen Eltern unwiderruflich für ein Leben im Kloster bestimmt wird. Und genau darum geht es hier natürlich. Bevor sie ins Kloster kommt, verbringt Hildegard einige Jahre auf Burg Sponheim, in der Obhut von Uda von Göllheim, einer Witwe, die sich um die Erziehung des Mädchens kümmert. Dort lernt Hildegard auch die 8 Jahre ältere Jutta von Sponheim kennen, die offenbar eine sehr willens- und glaubensstarke junge Frau ist. Jutta wird lebenslang in einer sogenannten Klause eingemauert, um ein Leben in Gebet und Einfachheit zu leben und religiöse Vollkommenheit zu erreichen. Hildegard und eine weitere junge Frau gehen an ihrer Seite in die Inklusion. Freiwillig? Aus Loyalität?
Oder blieb ihr gar keine Wahl, als ihrer Lehrerin zu folgen? Sicher ist nur eins. Hildegard legt zumindest kein lebenslang bindendes Gelübde ab. 24 Jahre lang lebt die kleine Gemeinschaft auf engstem Raum zusammen. Nach dem Tod Jutta von Sponheims, da ist Hildegard bereits 38 Jahre alt, wird sie selbst die neue Leiterin der kleinen klösterlichen Gemeinschaft, eine Äbtissin, und tritt durch die so lange vermauerte Tür hinaus in die Welt. Naja, zurück ins normale Klosterleben einer Nonne. Das klingt danach, als habe sie ein kleines Gefängnis gegen ein nur etwas größeres eingetauscht. Aber im 12. Jahrhundert scheint die ganze Welt nicht besonders groß, zumindest wenn man eine Frau ist. Das Kloster ist eine der wenigen Gelegenheiten für Frauen, Einfluss und Bildung zu erwerben. Getrennt von den Männern, versteht sich, aber unter deren Kontrolle. Doch es ist auch eine Zeit der Umbrüche, geprägt von der Blüte des Rittertums und vom Beginn der Kreuzzüge. Die ersten gotischen Kathedralen werden gebaut, neue Städte und Burgen errichtet. Eine neue Frömmigkeit macht sich breit in den deutschen Landen. Zahlreiche klösterliche Gemeinschaften werden reformiert, als Kritik laut wird, dass sie ihre eigentlichen Ideale, das Beten und Arbeiten, zu sehr zugunsten eines bequemen Lebens vernachlässigt hätten. Natürlich war das Eintreten in ein Kloster, und zwar insbesondere dann, wenn es ein großes Kloster war, das schon eine reiche Geschichte hatte, was über große Besitztümer verfügte, dann war so ein Klostereintritt eine Angelegenheit, die dem Menschen nicht unbedingt zum Nachteil gereichte. Man war Teil einer Gemeinschaft, die eine ganz enorme Bedeutung hatte für die mittelalterliche Welt. Das ist Dr. Matthias Schmandt, der Leiter des Museums am Strom in Bingen am Rhein und einer der Experten für Hildegard von Bingen und ihre Zeit, der sich dankenswerterweise die Zeit genommen hat, einige unserer Fragen zu beantworten. Das waren ja Orte, die für das Funktionieren der Gesellschaft, der Städte, aber auch der ländlichen Regionen von allergrößter Bedeutung waren. Das waren Horte des Wissens. Also Bücher kam man nur zu Gesicht, wenn man im Kloster, in einem Skriptorium war. Und das ganze Wissen seit der Antike war in diesen Klöstern geborgen und wurde dort verwaltet sozusagen, weitergegeben. Die antiken Sprachen, das Lateinische insbesondere, wurden dort noch gepflegt, als man in den Städten im Alltagsleben da überhaupt nicht mehr mit zu tun hatte. Und insofern waren diese Klöster tatsächlich sozusagen Zentren des Wissens und der Bildung, wo man im Zweifelsfall profitierte, wenn man dort lebte. Nach Juttas Tod ändert sich einiges in der Klause auf dem Disibodenberg. Hildegard wird die neue Äbtissin und lockert die strengen Vorschriften. Zumindest ein bisschen. Zum Beispiel gibt es jetzt mehr zu essen, die Frauen haben mehr Freiraum als früher, die Selbstbestrafung mit Bußgürtel wird abgeschafft. Doch an den wichtigsten Grundsätzen ändert sie nichts. Nonnen haben gefälligst hinter ihren Klostermauern zu bleiben, gehorsam zu sein, zu beten und zu arbeiten. Das berühmte Ora et Labora. Das Leben ist streng strukturiert. Gemeinsame Essenszeiten, Lesungen, alle 3 Stunden Gebete. Der Alltag einer Nonne ist durchgetaktet wie der eines Managers. Vielleicht wäre Hildegard von Bingens Existenz eine Randnotiz in einer lokalen Chronik geblieben, wäre nicht im Jahr 1141 etwas Außergewöhnliches geschehen. Hildegard hat eine Vision. So beschreibt sie es selbst Jahre später. Und es geschah in meinem 43. Lebensjahr. Da sah ich plötzlich einen überhellen Glanz, aus dem mir eine Stimme vom Himmel zurief: Du hinfälliger Mensch, du Asche, du Fäulnis von Fäulnis, sage und schreibe nieder, was du siehst und hörst. Doch rede und schreibe darüber nicht nach Menschenart, sondern so, wie du es in himmlischen Wirklichkeiten, in den Wundertaten Gottes siehst und hörst. Verkünde es also so, wie es dem Willen dessen entspricht, der alles weiß, alles sieht und alles in der Verborgenheit seiner Geheimnisse anordnet. Schon als Kind, so sagt sie, kann sie Dinge hören und sehen, die sonst niemand wahrnimmt. Auch als Nonne hat sie weiterhin Visionen, sieht Bilder, hört Worte, die ihr von Geheimnissen berichten, von Dingen, die waren und von Dingen, die noch geschehen werden. Sie behält sie für sich, aus Sorge, welche Reaktionen sie damit auslösen würde.
Vermutlich zu Recht, denn schnell hätte sie sich damit Ärger bei den kirchlichen Autoritäten einhandeln können. Denn wer sagt denn, dass es sich nicht um teuflische Trugbilder handelte? Zumal Frauen für dämonische Einflüsterungen weitaus empfänglicher sind als Männer. So sehen es zumindest die damaligen Theologen. Auch nachdem ihr also mit 43 Jahren das himmlische Gesicht befohlen hat, ihre Visionen herauszuposaunen, zögert sie noch. Dann mit 50 erkrankt sie schwer. Ist das nun die Strafe für den Ungehorsam gegen einen direkten göttlichen Befehl? Äbtissin Hildegard scheint zumindest davon überzeugt zu sein. Sie bricht ihr Schweigen und vertraut sich endlich einem Mönch an, dem Benediktiner Vollmer, der ihr rät, alles aufzuschreiben, anstatt es länger geheim zu halten. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn ihre Visionen muss sie in Worte kleiden, und zwar in lateinische Worte. Denn wenn du im 12. Jahrhundert von der Kirche ernst genommen werden willst, brauchst du mit Deutsch gar nicht anzufangen. Schwester Hildegard kann zwar ein bisschen Latein, aber beherrscht die Grammatik nicht ausreichend und schreibt nicht so gedrechselt und geschliffen wie die Mönche im benachbarten Männerkloster. Kunststück, die wurden ja jahrelang an den Schriften von Cicero, von Vergil und Horaz gedrillt. So viel Bildung wollte man den zarten Gemütern der jungen Klosterschwestern vermutlich nicht zumuten. Nicht, dass man sie am Ende überfordert und sie sich dämonischen Einflüsterungen öffnen oder so. Vollmer jedenfalls beherrscht das Latein. Er bietet ihr an, ihre ungeschliffenen Worte in leuchtende Diamanten zu verwandeln. Die Äbtissin nimmt an, der Mönch wird ihr Vertrauter und Sekretär. Als die ersten Seiten gefüllt sind, ist klar, die Botschaft muss an die Leute. Und nun nutzt sie etwas, das zum Schlüssel ihres Erfolges werden wird. Sie knüpft Netzwerke. Vollmer und sein Abt schicken die Aufzeichnungen an den Erzbischof. Praktischerweise treibt sich Papst Eugen III. Gerade in der Gegend herum. In Trier findet zu der Zeit eine Kirchensynode statt und der Bischof leitet den Brief direkt an seinen Chef weiter. Eugen ist beeindruckt und schickt eine Kommission auf den Disibodenberg, die nun auch offiziell bestätigt, Hildegard von Bingen ist eine Seherin. Ihre Visionen stammen direkt von Gott. Das ist der ersehnte Durchbruch. Das Schöne an dem Wort Vision ist ja, dass es zwei Bedeutungen hat. Man kann den Begriff als himmlische Eingebung übersetzen, als Botschaft, die direkt von Gott kommt, oder man deutet ihn modern als Zukunftsbild, als Plan für das eigene Unternehmen. Bei Hildegard könnte beides zutreffen. Als Prophetin mit quasi päpstlichem TÜV-Siegel schießt ihre Bekanntheit enorm in die Höhe. Sie ist nun im ganzen Reich als Ratgeberin gefragt, was man an den nun wohl körbeweise eintreffenden Briefen ablesen kann. Sie korrespondiert mit den Mächtigen ihrer Zeit, mit Päpsten und Kaisern, mit den Gelehrten, aber auch mit den einfachen Menschen, die ihren Rat zum idealen christlichen Leben erbitten. Ihr erstes Buch mit dem schon nach Bestseller klingenden Titel Scivias, Wisse die Wege, basiert auf ihren ersten Visionen und theologischen Betrachtungen. Wie bei den beiden anderen Nachfolgebänden schildert sie zunächst ihre Visionen, hier sind es 26 Stück, und deutet sie im Anschluss einzeln theologisch aus. Es geht um die Dreieinigkeit, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, die Schöpfung, um den Sündenfall und die Erlösung. Das Buch hat es wahrlich in sich. In Hildegards Visionen zeigt sich ein für die damalige Zeit ungewöhnlich positives Menschenbild. Mann und Frau bilden eine Einheit, wie Körper und Seele, wie die ganze Schöpfung. Sie beschreibt aber auch die Geschichte der Welt. Wie es sich für eine gute Prophetin gehört, kritisiert sie ihre eigene Epoche, kreidet den angeblich zu schwachen Glauben ihrer Zeitgenossen an und bemerkt zu guter Letzt nicht unbescheiden, Gott habe bemerkt, dass die göttlichen Schriften sich in Überdruss auflösen und schon lau geworden sind, soll wohl so viel heißen wie, den langweiligen Kram der Theologen vor ihr lese doch heutzutage keiner mehr. Daher habe der Herrgott beschlossen, jetzt zur Abwechslung mal durch einen ungebildeten Menschen über die Heilige Schrift zu sprechen und neue Geheimnisse und viel Mystisches zu verkünden. Aus dem Jahr 1175 ist eine prächtige Abschrift erhalten, die möglicherweise noch unter ihrer Anleitung entstand. Die wunderbaren Bilder darin verraten sehr viel über Hildegards Ego.
Auf einem Bild sitzt sie selbst, riesengroß wie eine Heilige, unter einem Gewölbe auf einem Thron und notiert ihre Vision auf eine Wachstafel, während himmlische Flammen ihren Kopf einhüllen. Rechts von ihr steckt ihr Sekretär Vollmer den Kopf durchs Fenster und schreibt fleißig jedes ihrer Worte ins Reine. Das mit dem Fenster soll wohl auch zeigen, dass beide züchtig Abstand voneinander gehalten haben, wie es sich für Mönche und Nonnen gehört. Während die beiden schreiben, wird aus der kleinen Klause ein vollwertiges Kloster. Auch und vor allem dank Hildegards Promi-Status. Viele adlige Damen wollen nun ein Leben als Nonne in ihren Diensten antreten. Bald wird der Disi Bodenberg für Äbtissin Hildegard und ihre Schützlinge zu klein. Heute würde man sagen, sie wollte expandieren. Praktischerweise enthalten die Visionen auch gleich konkrete Tipps für die Umsetzung. Sie soll auf dem naheliegenden Rupertsberg bei Bingen ein neues Frauenkloster gründen, mitten in der Wildnis, aber verkehrsgünstiger gelegen als der Disi Bodenberg. Mit Gott als Unternehmensberater kann eigentlich nicht schiefgehen. Der Empfang auf dem Rupertsberg ist frostig, nicht nur wegen der eisigen Temperaturen an diesem Tag. Hildegard, in einen dicken Mantel gehüllt, fröstelt. Noch hat sie sich nicht ganz von ihrer Erkrankung erholt, die sie erst vor wenigen Wochen auf die Bettstatt gezwungen hatte. Immerhin hat die Krankheit auch ihr Gutes gehabt und die störrischen Mönche vom Disi Bodenberg schließlich dazu gebracht, sie mitsamt ihrer Nonnen aus der viel zu kleinen Klause ziehen zu lassen. Als Äbtissin auf dem Rupertsberg wird ihr das nicht mehr passieren. Hier steht nur der Mainzer Erzbischof über ihr, kein geldhungriger Abt, kein kleinlicher weltlicher Vogt. Von nun an wird ihr niemand mehr auf ihrem von Gott vorgegebenen Pfad Knüppel zwischen die Beine werfen können. Die Äbtissin zieht den Wollstoff dichter über den dünnen Leib, der der Kälte wenig entgegensetzen kann. Das neue Kloster, das ihr der helle himmlische Schein in den leuchtendsten Farben gezeigt hat, ist in Wirklichkeit eine graue Ruine. Das Dach der kleinen Klosterkirche ist eingefallen. Regen und Frost haben den Mauern zugesetzt. Nur wenige Räume sind überhaupt nutzbar. Statt des triumphalen Empfangs, den sie sich ausgemalt hatte, haben nur der alte Verwalter, seine Familie und das Gesinde gewartet, als sie ihr neues Reich durch die Klosterpforte erstmals betrat. Im Inneren der Kirche ist es nicht viel wärmer. Mühsam steigt die Äbtissin auf die Kanzel, um die neuen und alten Bewohner des Klosters mit einer kleinen Andacht zu begrüßen. Als sie von der Güte des Himmels und der Liebe als erste Schöpfung Gottes predigt, strahlen sie ihre geliebten Mitschwestern an wie immer. Doch ansonsten schaut sie beinahe nur in graue, mürrische Gesichter. Schneller als beabsichtigt beendet sie ihre Predigt, spricht das Amen und steigt unter dem missmutig zurückgemurmelten Amen der kleinen zusammengewürfelten Gemeinde mühsam von der Kanzel herunter. War es am Ende doch keine gute Idee gewesen? Hatte sie die Vision vom leuchtenden Neuanfang falsch gedeutet? Sie friert bis tief in ihre alten Knochen. Nur schnell zurück in den Kapitelsaal, den einzigen Raum im ganzen Kloster, der derzeit überhaupt heizbar ist. Da fällt ihr ein junges Mädchen auf. Wie es sich geziemt, steht es sittsam in einer der hinteren Reihen. Sie wirft Hildegard einen seltsamen Blick zu, voller Bewunderung, Ehrfurcht. Aber noch etwas liegt darin. Hoffnung? Vielleicht. Bevor Hildegard es richtig deuten kann, verschwindet sie bereits mit den anderen durch die enge Tür der Klosterkirche nach draußen. Diese Mönche vom Disi Bodenberg, Gott möge ihnen Erleuchtung schenken, rasch! Hildegard beugt sich über einen von Schriftstücken übersäten Tisch und liest zornig noch einmal den Brief, den Vollmar gerade hereingebracht hatte. Da wird sie nun schon als Prophetissa Teutonica, die Prophetin Deutschlands, verehrt, wird vom Papst hofiert und von den Gelehrten um Rat gefragt und immer noch muss sie sich mit diesen kleingeistigen Mönchen herumzanken. Wieder und wieder hat sie den Abt aufgefordert, endlich die Gelder zur Versorgung ihrer Nonnen freizugeben. Und was macht der impertinente Kerl? Schreibt wieder eine Absage. Dabei steht das Geld dem neuen Kloster zu und ist nicht dafür bestimmt, dass sich ein paar Mönche ein sorgloses, bequemes Leben machen.
Sie atmet tief ein und aus. Demut, sagt sie zu sich selbst, sei demütig. Sie schließt die Augen und befragt den goldenen Schein, den sie immerwährend sehen kann und der ihr umgehend jede Frage beantwortet. Was soll ich tun? Flüstert sie. Statt einer Antwort klopft es an der rohen Holztür. Hildegard öffnet die Augen. Sie seufzt. Ja, herein. Langsam öffnet sich die Tür. Es ist das Mädchen von der kleinen Andacht vorhin. Zaghaft tritt es ein und fällt ehrfürchtig auf die Knie. Magistra, verzeiht meine Dreistigkeit, aber ich weiß keinen anderen Weg. Hildegard rollt mit den Augen. Sie hat, weiß Gott, anderes zu tun, als sich um eine einfache Magd zu kümmern. Doch da fällt ihr Blick auf die dunkelrote Stelle auf dem ansonsten hellen, einfachen Kleid der jungen Frau. Ein Fleck, der zusehends größer wird. Das Mädchen will sich erheben und sackt plötzlich zur Seite. Mit einer Schnelligkeit, die sie selbst überrascht, schnellt Hildegard nach vorne und fängt das bewusstlose Mädchen auf, bevor ihr Kopf auf den harten Steinboden aufschlagen kann. Richardis! Ruft sie so laut, dass man es in den angrenzenden Zimmern hoffentlich hören kann. Schnell! Ich benötige deine Hilfe! Die Tür zur Nachbarkammer wird aufgerissen und die Gerufene stürzt herbei. Hildegard muss ihrer Lieblingsschülerin nicht eigens sagen, was zu tun ist. Gemeinsam heben sie das Mädchen vom Boden auf die karge Pritsche, die sonst der Äbtissin als Schlafplatz dient. Während Richardis wieder davoneilt, um frische Tücher und warmes Wasser zu holen, untersucht ihre Lehrerin den Körper der Ohnmächtigen. Als Richardis wieder zurück ins Zimmer kommt, weist Hildegard sie an, rasch ein bestimmtes Gefäß in der noch provisorischen Klosterapotheke zu suchen und zu ihr zu bringen. Nach einer Weile kommt das Mädchen stöhnend wieder zu sich. Was? Wo? Hildegard lächelt sie freundlich an und wischt ihr mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Ruhig, Kind. Du bist hier in guten Händen. Die junge Frau versucht, sich aufzurichten. Aber mein... Dein Kind? Fragt die Äbtissin. Die Angesprochene nickt schwach. Woher wisst ihr? Und ist es... Diesmal ist es an Hildegard zu nicken. Ja, es lebt. Sein Herzschlag ist schwach, aber wahrnehmbar. Dem Herrn sei Dank. Richardis runzelt die Stirn, während sie die rot gefärbten Tücher aufsammelt, mit der sie die Blutung zum Stoppen gebracht haben. Und wer ist der... Die Äbtissin hebt die Hand und unterbricht ihre Schülerin. Das müssen wir nicht wissen, Richardis. Jedes Kind hat den Herrn als Vater, das genügt. Als nächstes müssen wir die Säfte in ihrer Gebärmutter wieder ins Gleichgewicht bringen. Bring mir bitte das Gefäß mit der Aufschrift Centaurea Benedicta aus der Kiste in der hinteren Kammer herbei. Richardis zögert. Aber ist das nicht ein Mittel, die begehrliche Liebe zu fördern? Trotz der Hektik nickt Hildegard anerkennend. Du hast gut aufgepasst. Aber das Benediktenkraut wirkt in Wasser aufgekocht auch kräftigend. Und jetzt geschwind. Die junge Nonne läuft hinaus, um das Gewünschte herbeizubringen. Danke, flüstert die junge Schwangere schwach. Ich kann euch nicht genug danken. Aber woher wisst ihr so viel über heranwachsendes Leben? Habt ihr nicht mit dem Leben als Braut Gottes die Muttersein auf ewig entsagt? Hildegard lächelt sie an. Meinst du etwa... antwortet sie, während sie ihr ein kühles Tuch auf die Stirn legt. Du wärst das erste schwangere Mädchen, das meinen Rat gesucht hätte? Zugegeben, die Geschichte mit dem schwangeren Mädchen haben wir uns ausgedacht. Wir wissen aber, dass sich Hildegard intensiv mit Frauenheilkunde beschäftigt hat, dass sie sich als Benediktinerin mit Medizin auskannte. Gut, das verwundert jetzt nicht wirklich. Als Äbtissin hat sie die Aufsicht über die Krankenfürsorge, eine der Hauptaufgaben des Klosters. Aber nur wenige Männer und noch weniger Frauen im Mittelalter schreiben ihr Wissen auch nieder. Hildegard von Bingen geht aber noch weiter und entwickelt eigene Theorien. Sie gehört zu den ersten, die im mittelalterlichen Europa die Gesundheit als Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele betrachten. Ihre Sichtweise, dass körperliche und seelische Zustände miteinander verbunden sind, ist revolutionär für ihre Zeit und macht sie zu einer frühen Vorläuferin der modernen psychosomatischen Medizin.
Sie verbindet das überlieferte antike medizinische Wissen mit traditioneller Volksmedizin und ihren eigenen, aus der Beobachtung gewonnenen Erfahrungen. So kann sie, um es mal in heutiger Sprache zu sagen, eigene diagnostische Methoden und Therapieansätze entwickeln und in der Praxis testen. Das ist neu, denn in ihrer Zeit gilt nur das, was die antiken Autoren darüber geschrieben haben, etwa unsere gute alte Bekannte, die Vier-Säfte-Lehre von Galen. Und manche Theologen diskutierten sogar ernsthaft, ob man überhaupt heilen dürfe. Schließlich habe Gott ja die Krankheiten aus einem bestimmten Grund geschickt. Über die medizinischen Praktiken des 12. Jahrhunderts zu sprechen, ist sehr schwer, weil wir natürlich mit der Medizin des Mittelalters immer mit so zwei Standbeinen zu tun haben. Da ist zum einen die sozusagen praktische Medizin, die ungelehrte Medizin, die alles andere war als das, was man sich heute unter Medizin vorstellt. Das waren die Bader, die sozusagen den Aderlass gemacht haben, die sich sozusagen an den Körper der Menschen ran gemacht haben, um dem Körper Abhilfe zu beschaffen. Die akademische Medizin war im Grunde eine philosophische Angelegenheit, die in Zentren, etwa in Italien, Salerno, Bologna im 12. Jahrhundert, ganz neue Konzepte beschrieben hat. Aber da geht es eben nicht um eine praktische Medizin, sondern da geht es um anthropologische Fragen, da geht es um philosophisch-theologische Fragen darüber, wie man sich vorstellt, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Aber was wir gewiss sagen können, ist, dass, wenn es sowas gab wie einen Gelehrtendiskurs in der Medizin, State of the Art sozusagen, was es durchaus gab im 12. Jahrhundert, dann wird man sagen können, dass Hildegard da überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurde. Hildegard selbst lehnt die akademische Medizin nicht ab, entwickelt daraus aber eigene Ansätze. Und das alles ist natürlich in ihre Theologie eingebunden, typisch für sie. Zum Beispiel erklärt sie auch die Vier-Säfte-Lehre aus ihrem christlichen Verständnis heraus. Adam wurde heil erschaffen, meint sie, doch nach dem Sündenfall hat sich in seinem Blut Schwarzgalle gesammelt. Sehr oft wirkt der Teufel auf die Schwarzgalle ein und macht den Menschen traurig, sodass viele betroffene Menschen in ihrer Verzweiflung ersticken. Viele wehren sich aber in diesem Leid so sehr gegen sich selbst, dass sie in diesem Kampf wie Märtyrer sind, schreibt sie. Heute wird das Krankheitsbild nüchtern als Depression bezeichnet. Neben solchen theologischen Deutungen gibt es zum Beispiel im Buch von den Geheimnissen der verschiedenen Naturen der Geschöpfe überraschend detaillierte Naturdarstellungen. Etwa 500 Kräuter, Bäume, Tiere, Edelsteine, Metalle und Flüsse werden beschrieben und nach ihrer Heilkraft und damit ihrer Nützlichkeit für den Menschen bewertet. Dazu gibt es einen praktischen Rezeptteil. Der Äbtissin und Autorin Hildegard geht es nicht so sehr um das Verständnis für die Natur, sondern ihren Nutzen für die Menschen. Sie sei belebt von einer Art Grundkraft, der Viriditas, was man vielleicht als Grünkraft übersetzen kann. Diese Grünkraft ist die Grundlage jeder Heilung. Schon der Aufenthalt in der Natur kann somit heilsame Wirkung haben. Gut, das kann ich bestätigen. Aber es findet sich auch vieles, was wir heute als Esoterik bezeichnen würden. Heilsprüche, Zaubermittel, magische Ingredienzien aus der Natur. Kein Wunder also, dass Hildegard von Bingen auch heute noch auf jeder Esoterikmesse anzutreffen ist. Gerade ihre Abhandlungen über Heilsteine aus dem Buch Physica erfreuen sich bis heute in einschlägigen Kreisen großer Beliebtheit. Dabei warnte sie schon selbst davor, zu sehr auf das Wirken der Magie zu vertrauen. Denn diejenigen, die sich ihrer bedienen, glauben, auf alles eine Antwort zu haben und setzen nicht das Endziel in vertrauensvoller Hoffnung auf Gott, sondern werden von Hass und Herrschsucht angetrieben, mahnt sie die Leser. Ein Absatz, der ganz gerne mal übersehen wird, wenn es darum geht, Heilsteine nach Hildegard von Bingen zu verkaufen. Ungewöhnlich ist auch ihr offener Umgang mit Sexualität. Okay, sie ist jetzt nicht unbedingt das, was man heute sexpositiv nennen würde. Wie ihre männlichen Kollegen macht sie den Sündenfall und damit die Frau für den ganzen Schlamassel der menschlichen Fortpflanzung verantwortlich. Früher, also im Paradies, war alles besser. Schwester Hildegard erklärt, dort habe man sich durch Schwitzen fortgepflanzt, da die Sexualorgane erst nach dem Sündenfall entstanden seien.
Vermutlich zur großen Überraschung von Adam und Eva. Die Gesichter hätte ich gern gesehen. Besonders gut scheint die Fortpflanzung durch Schwitzen nicht funktioniert zu haben. Schließlich waren die beiden noch kinderlos, als sie aus dem Paradies verscheucht wurden. Na, wie auch immer. Darum sollen sich die Theologinnen kümmern. Trotzdem interpretiert die Äbtissin Lust und Sex viel positiver als damals üblich. Sie deutet sie als himmlische Kraft und als Zeichen der Liebeskraft Gottes. In ihrer Beschreibung der menschlichen Geschlechtsorgane und deren Funktionen schildert sie auch Vorgänge wie nächtlichen Samenerguss und den Zeugungsakt, mit denen eine Nonne üblicherweise eigentlich nicht allzu viel zu tun hat. Und es kommt noch doller. Schwester Hildegard schreibt, Mann und Frau seien beim Geschlechtsverkehr gleichermaßen wichtig. Und jetzt wird es wirklich verrückt. Auch die Frauen dürften dabei Lust empfinden. Sogar die allererste Beschreibung eines weiblichen Orgasmus, die wir überhaupt kennen, kommt von der Äbtissin vom Rupertsberg. Ist die Frau mit einem Mann vereint, dann kündigt ein lustvolles Hitzegefühl in ihrem Gehirn den Genuss dieser Lust und den Samenerguss bei dieser Vereinigung an. Ist der Samen an die richtige Stelle gefallen, dann zieht ihn die erwähnte starke Hitze im Gehirn an sich und hält ihn fest. Dann ziehen sich auch die Lenden dieser Frau zusammen und alle Glieder, die zur Zeit der Menstruation bereit sind, sich zu öffnen, schließen sich alsbald so fest, wie wenn ein starker Mann etwas in seine Hand schließt. Das klingt jetzt alles erstmal nach einer mittelalterlichen sexuellen Revolution. Und ja, irgendwie ist es das auch. Die Hälfte der Menschheit wird damals nur als Empfangende oder gar Erduldende wahrgenommen, als eine Art Gefäß oder Blumentopf, um dessen Gefühle man sich nicht scheren muss. Hildegard rüttelt an dieser bisher nie hinterfragten Lehrmeinung. Klar, sie ist trotzdem ein Kind mittelalterlicher Moralvorstellungen und nicht etwa eine Vorkämpferin für die freie Liebe. Sex gibt es nur in der Ehe. Alles andere ist Sünde. Außerehelichen Sex oder gar gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern oder Frauen verdammt sie ausdrücklich. Ihr das aus heutiger Sicht vorzuwerfen, wäre vollkommen absurd und geschichtsvergessen. Sie wagt einen ersten Schritt auf einem neuen und langen Weg. Und ich kann nur sagen, Respekt, Schwester Hildegard. Was die junge Hildegard einst für Jutta von Sponheim war, ist für sie selbst nun die junge Richardis, Tochter des Markgrafen von Stade. Lieblingsschülerin, Mitarbeiterin, vertraute Freundin. Das Verhältnis ist so innig, dass sie verbissen um Richardis kämpft, als die im Jahr 1151 selbst zur Äbtissin ernannt werden soll, in einem Kloster in der Nähe von Bremen. Hildegard schickt eine Flut von Protestbriefen in die Welt. Sie schreibt an den Erzbischof Heinrich von Mainz, an Richardis Bruder, an Richardis Mutter, den Erzbischof Hartwig von Bremen und natürlich auch wieder einmal an den Papst. Erfolglos, denn selbst Richardis will sich diesmal ihrem Willen nicht beugen. Als die junge Frau im darauffolgenden Jahr auch noch stirbt, bricht für Hildegard eine Welt zusammen. Tief trauert sie über den Verlust ihrer Tochter, die ich zugleich meine Mutter nenne. Nach ihren eigenen Worten verbannt sie den Schmerz aus ihrem Herzen und stürzt sich in die Arbeit. In dieser Zeit beginnt sie ihre medizinischen Abhandlungen, schreibt weitere Bücher über ihre Visionen. 1152 setzt sie sich endlich gegen die Mönche auf dem Disibodenberg durch und bekommt die zurückgehaltenen Klostergüter zugesprochen. In der Folge wächst und gedeiht das Kloster auf dem Rupertsberg. Ihre Streitlust bleibt ihr jedoch und sie sucht sich neue Ziele. Selbst Kaiser Barbarossa wird von ihr mit kritischen Briefen traktiert, als er es wagt, sich mit dem Papst anzulegen. Im Jahr 1178, Hildegard von Bingen ist inzwischen 80 und trotz ihres Alters kein bisschen nachgiebiger, eskaliert einer dieser Konflikte. Sie lässt einen Edelmann auf dem Friedhof ihres Klosters bestatten, der von der Kirche exkommuniziert worden war. Ein schwerer Frevel. Die Leiche des Gottlosen gehört auf den Schandacker und nicht in geweihte Erde. Das meint zumindest der Erzbischof von Mainz und befiehlt, die Leiche wieder ausgraben zu lassen. Die Äbtissin weigert sich. Der Verstorbene habe vor seinem Tod seine Sünden bereut und sich zu Jesus Christus bekannt, so sagt sie, und keine Drohung kann sie davon abbringen. Ihre beherzte Tat zieht schwere Folgen nach sich.
Der Mainzer Prälat verhängt ein sogenanntes Interdikt über das Kloster am Rupertsberg. Es verbietet den Nonnen das Singen des Gotteslobs, ebenso das Glockengeläut zum Gottesdienst. Sie müssen außerdem die Kirche beim Chorgebet und der Eucharistie geschlossen lassen, was die zahlreichen Gläubigen, die die Messe mit der beliebten Äbtissin von draußen mitfeiern wollen, ausschließt. Natürlich wehrt sich Hildegard gegen diesen Bann. Wieder schickt sie eine Flut von Briefen in die Welt und nutzt ihre Netzwerke, um die Mainzer Kirchenführung zum Umlenken zu bewegen. 1179 hat sie schließlich Erfolg. Das Interdikt wird aufgehoben. Vielleicht haben die Mainzer auch einfach Angst vor weiteren bösen Briefen. Wie sie es selbst angeblich in einer Vision vorhergesehen hat, stirbt Hildegard nur 6 Monate später, am 17. September 1179 im Alter von 81 Jahren. Obwohl sie bereits zu Lebzeiten als Heilige in der Bevölkerung verehrt wird, scheitert der Heiligsprechungsprozess im Jahre 1233 aus technischen Gründen. Naja, das Übliche halt, kennt jeder, der mal beim Amt etwas beantragen musste. Irgendwelche Unterlagen sind unvollständig. Anfragen verirren sich auf dem Dienstweg und überhaupt mahlen die Mühlen der Bürokratie in der ewigen Stadt langsam, sehr langsam. Erst im Jahr 2012 spricht Papst Benedikt Hildegard von Bingen schließlich heilig. Letztlich ist der Vatikan auch nur eine Behörde, da kann so ein Vorgang schon mal eine längere Bearbeitungszeit benötigen. Vielleicht als Ausgleich fürs lange Warten verleiht der Papst ihr dann gleich noch den Rang einer Kirchenlehrerin. Bis heute erfreut sich Hildegard von Bingen ungeheurer Popularität. Die Buchläden quellen über mit Hildegard von Bingen Kochbüchern, medizinischen Ratgebern, spirituellen Wegweisern. Frauenbewegung und Umweltaktivisten berufen sich auf sie. Im Esoterikladen liegen Heilsteine zertifiziert nach Hildegard von Bingen. Klosterläden verkaufen Weihrauch, Balsam, Kerzen und Kräuterlikör mit ihrem Namen. Hildegard von Bingen ist zur Marke geworden. Und für viele, auch für Nicht-Katholiken, ist sie eine Heilige, eine Revolutionärin, eine frühe Vorkämpferin des Feminismus und der Gleichheit. Aber so ganz stimmt dieses Bild dann doch nicht. Hildegard ist ein Mensch, für den die Dinge Gott gegeben waren und wo nichts dran gerührt werden durfte. Das war ihr ganz, ganz wichtig. Das findet sich ja auch in einem sehr berühmt gewordenen Brief wieder, wo sie sich rechtfertigt dafür, dass sie in ihrem Kloster nur adlige Frauen aufnimmt und keine bürgerlichen, wenn man den Begriff schon bemühen will, oder auch anderweitig von geringerer Stellung. Und sie begründet das damit, dass sie sagt, naja, ein Bauer würde ja auch nicht in einen Stall Kühe und Pferde und was weiß ich für Tiere zusammenpferchen, sondern legt auch größten Wert auf die Trennung. Und insofern ist es eigentlich ein falsches Bild, wenn man, was immer wieder mal ganz gern getan wird, Hildegard irgendwie so ein Revoluzzerpotenzial zuschreibt. Und man kann eigentlich nicht mal sagen, dass Hildegard eine Vorkämpferin war für die Emanzipation der Frau, wie wir sie heute verstehen. Hildegard bleibt eine unglaublich interessante, breit begabte und politisch höchst relevante Frau. Bloß sie ist halt nicht diese, ich sag mal, diese Eier-Popeia-Heilige, die immer alles nur dem sozusagen Wohlfühlfaktor verpflichtet ist. Das ist ein Fantasieprodukt und sie hat es schon verdient, dass man genau hinguckt und ernst nimmt, was sie so gemacht hat, wer sie war. Und das ist auch für uns sehr wichtig, weil auch unser Geschichtsbild sollte ja nicht auf Fake News basieren, sondern auf dem, was wir auf Faktenbasis rausbekommen können. Fest steht, Hildegard von Bingen war eine Universalgelehrte mit vielerlei Talenten und Begabungen. Sie war Theologin, Heilkundige, Autorin, Diplomatin, Klostermanagerin und sogar die Entwicklerin einer Geheimschrift, über die man aber wenig weiß. Zu ihrem umfangreichen Werk gehört aber auch die Musik. Sie schrieb und komponierte etwa 80 Gesänge und ein Singspiel, das sogar in ihrem Kloster aufgeführt wird. Beim Hören eines Liedes pflegt der Mensch manchmal zu tief zu atmen und zu seufzen. Das gemahnt daran, dass die Seele der himmlischen Harmonie entstammt, schreibt sie. Und da haben wir es wieder. Auch die Musik gehört zur Gesamtheit des Kosmos, der Schöpfung, wie auch der Mensch und seine Seele. Der Mensch wird heil, wenn die Ordnung der Dinge in Harmonie ist. So könnte man ihre Botschaft zusammenfassen.
Ob nun auch ihre Musik heilende Wirkung hat, wie manche Musiklabels auf ihre CDs drucken lassen, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Faszinierend ist sie auf jeden Fall. Genau wie ihre Schöpferin Hildegard von Bingen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat, dann abonniert oder folgt uns auf dem Kanal eures Vertrauens. Und vielleicht lasst ihr uns bei der Gelegenheit noch gleich ein Like oder eine gute Bewertung da. Das würde uns ganz besonders freuen und hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Herzlichen Dank an Dr. Matthias Schmand, der sich für diese Folge Zeit für uns genommen hat. In der nächsten Episode erzählen wir euch vom Urwalddoktor. So wurde er zumindest genannt. Albert Schweitzer gilt als einer der bedeutendsten Denker und Humanisten des 20. Jahrhunderts. Er gründete ein Krankenhaus in Afrika, entwickelte die Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben und erhielt den Friedensnobelpreis. Aber wie das so ist, es gibt noch einiges mehr zu erzählen. Er war genauso wenig ein Heiliger, wie Hildegard eine Heilige, ohne jeden Fehl und Tadel war. Sorry, Hildegard, du bist trotzdem toll. Auch Dr. Schweitzer war ein guter Mensch, ganz sicher, aber eben doch ein Mensch. Falls ihr nicht bis zur nächsten Folge warten wollt, schaut doch mal bei Gesundheit hören vorbei. Da gibt es nämlich noch jede Menge andere unterhaltsame Podcasts zu Gesundheitsthemen. Bis bald, eure Andrea Sawatzki. Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wakeword: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor: Mirko Gutjahr. Regie: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Hardy Röde und Josephine Arleit. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer, Dr. Martin Allwang und Dr. Katharina Kremser. Produktionsleitung: Josephine Arleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wakeword Studios in München.